Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Spirit Hunters. Ja, der letzte Part war ein bisschen konfus, gebe ich zu. Vielleicht wird der heute auch wieder konfus, mal sehen. Aber trotzdem denke ich mal relativ ertragreich. Im heutigen Part möchte ich euch die meiner Meinung nach im Regelfall besten Haustiere vorstellen und auch im Regelfall das beste Bild, was ich in der letzten Folge auch schon mehr als angedeutet habe, aber jetzt halt nochmal so zusammenfassend, so als Abschluss des Let's Plays auch so langsam, das dürfte die vorletzte oder drittletzte Folge sein, das Ganze hier. Also fangen wir mal an mit den besten Haustieren. Für mich ganz klar auf Nummer 1 ist Hati. Ist ein absoluter Gamechanger, bringt vor allem, wenn man ihn auf 2 oder 3 hat, gerade dann, oder vor allem auf 3 natürlich, man kann ihn dreimal aufleveln, bekommt man, ich glaube, alle 8 Sekunden ein Herz hingeschmissen, also alle 8 Sekunden eine Heilung. Und das ist halt schon krass, gerade wenn man dann mit Hugo spielt, wo man dann praktisch eine komplette Trefferleiste sozusagen aufgefüllt bekommt. Dazu später nochmal mehr. Zweiter Platz geht ganz klar an Mandrake, Mandrake, wie auch immer. Crit-Chance ist enorm wichtig in dem Game. Man hat, glaube ich, grundsätzlich je nach Fähigkeit, also 10, mindestens mal 10% im Endgame oder mehr Prozent. Und hier kann man dann nochmals 10, 20 oder 30% Crit-Chance mit dazu holen, was den dreifachen Schaden ausmacht oder den dreifachen Schaden rausknallt, eine Crit Attack. Also wenn ich 50 Damage mache, mache ich dann halt 150 Crit Damage. Ist also mega nice. Platz 3 geht für mich. Jetzt muss ich gucken, ob er hier irgendwo dabei ist. Ich hoffe doch, ich hatte es eigentlich so vorbereitet. Genau, Platz 3 geht für mich ganz klar an Big Tags hier, der alle Angriffsflächen erhöht. Ob von Eis, von irgendwelchen Pflanzen, von hier Grand Hacks oder von den Ketten, also vom Blitz generell, die Angriffsreichweite und so weiter und so fort, die Speere und so weiter. Also alle möglichen Flächenangriffe werden über ihn verstärkt und selbst wenn, wie in meinem besten Bild sozusagen, gar nicht mal so viele Flächenangriffe drin sind, ist es trotzdem immer noch richtig stark, finde ich. Dann, was habe ich mir hier aufgeschrieben? Ja, das sind für mich eigentlich die Positionen 1, 2, 3 ganz sicher. Und dann 4 und 5, also man kann ja maximal 4 oder 5 halt, also maximal 5 Haustiere mitnehmen. Das muss man so ein bisschen spezifisch sehen, sage ich mal. Manchmal brauche ich, da merke ich einfach, oh, ich habe noch wenig Level eingesammelt. Dann hole ich halt Chichi mit dazu, der XP-Booster. Ich weiß nicht, ob er hier jetzt irgendwo dabei ist. Oder relativ zu Anfang im Game ist hier Slater noch ganz gut, kann man machen, um halt da hat man auch manche andere Haustiere noch gar nicht, wie hier Big Tags, den bekommt man relativ spät, dass man hier die Fläche da erweitert, da hat man den hier schon vorher und kann zum Beispiel Schadenserhöhung machen, wenn man eh noch wenig Schaden macht, aber umso weiter man im Spiel kommt, umso weniger wichtig wird er meiner Meinung nach. Man kann ihn immer noch mitnehmen, also ist auch nicht schlecht, ist auch eine Schadenserhöhung, warum nicht, bevor ich irgendeinen Quatsch mitnehme, kann ich den schon mitnehmen. Manchmal nehme ich auch hier den Magnet mit oder so, um noch XP und so weiter ranzuziehen, wenn ich einfach merke, das klappt die ganze Zeit auch schlecht oder es ist so ein Kann-Haustier, sage ich mal, dass man mitnimmt. Wie gesagt, Hati auf Platz 1, Mandrake auf Platz 2, dann Big Tags Platz 3, Magnet oder Chichi, hier ist er, Chichi auf Platz 4, je nachdem, man kann auch mal, was auch nicht schlecht ist, es gibt noch einer, der, also hier Beacon, ich würde eigentlich sagen, ganz objektiv betrachtet ist Beacon Platz 4 oder sogar früher, je nach Situation, kann man auch ihn mitnehmen, weil er halt die Gegner ablenkt. Das ist halt mega krass und gerade mit Hugo, wenn der getroffen wird, macht er auch eine Doublette von sich, ein Duplikat von sich und das lenkt die Gegner auch ab. Das heißt, im besten Fall lenkt er kurz die Gegner ab, man macht Damage, wird danach getroffen, lenkt halt mein Duplikat, das irgendwo rumsteht, nochmal die Gegner ab und man kann Damage machen und Hati heilt einen in der Zwischenzeit locker easy hoch, also es ist wirklich ein No-Brainer dann. Webster kann man auch machen, so auf Platz 5 oder sowas. Wie schon gesagt, dann kommen so andere Haustiere, die kann man mal dazu machen. Ich gehe mal gerade hier nochmal durch. Ich glaube, hier waren wir gerade eben, oder? Ich gucke mal gerade, wo hier nochmal Haustiere vorgeschlagen werden. Hier sieht man auch nochmal Mandrake, Hati hier dabei. Wo haben wir denn noch Haustiere? Mal gucken.
ja, diese ganzen Geschichten hier, dass man irgendwie schneller Loot bekommt oder ab und zu mal was hingeworfen bekommt und so, finde ich alles nicht so wichtig. Dann laufe ich eher eine Runde eh nochmal oder muss sie eh nochmal rennen oder sowas. Finde ich nicht so geil. Ich guck mal gerade, ob da nochmal was ist. Ja, hier in dieser Challenge merkt man eigentlich schön, sehr, sehr gut. Dann sieht man es ja, das ist ja fast mein Endgame-Bild hier. Also so ein Bild würde ich euch fast sogar empfehlen. Also Speere, magische Mine, Eisring, Hearty dazu. Dann an Platz 4 der Skills wohlgemerkt. Dort kann man dann Kettenblitz einbauen oder auch andere Dinge. Also ganz wichtig ist die Mine, finde ich. Mine ist ganz, ist absolut super wichtig, auch bei Hugo. Ja, Speer ist sehr, sehr stark, generell im gesamten Spiel. Auch der Eisring ist sehr, sehr gut, gerade weil er sehr früh sehr stark wird. Also man muss ihn nicht sehr, sehr hoch leveln. Gerade wenn man dann so ein Big Tags findet, also so ein Haustier, das Flächenerweiterung drin hat. Und der ist hier auf Level 2, 3, 4 oder sowas. Und dann macht man trotzdem so einen Umkreis hier schon, was weiß ich, an Eis, also wo man die Gegner einfriert. Und alleine das will man ja, mit 4 Skills, ganz am Anfang schon. Und das ist natürlich dann schon ganz nice, also relativ früh ganz stark schon, wo man die Gegner einfriert, Minen legt und dann mit Speeren malträtiert. Und auf Platz 4 würde ich dann halt den Kettenblitz oder sowas mitnehmen oder sogar noch vor Eisring den Kettenblitz mitnehmen, um dann halt, jo, halt die Fläche an Gegnern halt auch zu kontrollieren und schön Flächenangriffe zu machen. Wir werden es wahrscheinlich gleich in der Runde sehen. Man sieht es eigentlich, das ist eigentlich mein Bild. Das war eins der ersten Challenges, die ich gespielt habe. War mir so gar nicht bewusst. Also ich wusste irgendwann, jo, ich bin nochmal auf Mine zurückgewechselt und so. Ihr habt es ja vielleicht im Let's Play gemerkt. Aber das hier tatsächlich eine der ersten Challenges, praktisch das perfekte Endgame-Bild. Mehr oder minder ist. Scoop raus, dafür andere Haustiere rein, habe ich ja gesagt. Hearty Platz 1 ist erwähnt. Ich guck mal gerade, ob da noch was kommt. Ansonsten zeige ich es dann gleich nochmal in den Runs. Hier haben wir von wegen mehr Münzen. Der hier gibt einem, glaube ich, Schatztruhen oder so irgendwas. Muss ich gleich nochmal gucken. Das sind auf jeden Fall alles auch nicht so wichtige Viecher. Hier Webster ist noch ganz okay. Kann man so als fünftstärksten irgendwo einschätzen, dass man halt sagt, okay, die Gegner werden irgendwie festgehalten, ist auch nicht so schlecht. Wie gesagt, Beacon so Platz 4 objektiv betrachtet, 3, 4, je nachdem. Ja, ich würde dabei bleiben. Gut, alles klar. Dann gehen wir mal einfach in die Runde und dann werde ich es nochmal genauer zeigen. Wie gesagt, Endgame-Bild habe ich ja im Prinzip jetzt auch schon gesagt, wie ich es versuche nochmal zu spielen. Wir werden Wiepandorf brutal spielen, das ist noch das, was mir noch offen ist. Ich spiele es eigentlich immer ganz gern, weil ich ja diese 4 Fähigkeiten hier spielen will mit Hugo, gibt es einmal die Möglichkeit mit dem Speer anzufangen, mit Eis anzufangen, mit Blitz anzufangen oder der Mine anzufangen. Und ich fange eigentlich ganz gern mit Eis an, ist zwar am schwächsten, deswegen sieht es am Anfang kacke aus, aber gerade auf dem Niveau, wo wir uns jetzt bewegen, weil ich da kaum Damage mache mit Eis, aber wir kriegen halt pro Wirken, also alle paar Sekunden kriege ich 7 Gold gut geschrieben. Das heißt, ich kriege super viel Gold. Und das ganz, ganz sicher. Und somit kann ich halt, zumindest mal habe ich keine Goldprobleme in den Runs, im Regelfall. Und mein Special von Hugo, das ist das hier, der kostet auch immer Gold, wenn ich eine hinlege. Beschwöre Hugos magische Lampe, um die Horden anzulocken. Monster, die von der Lampe getötet werden, verwandeln sich in Gold. Steigende Goldkosten pro Verwendung. Jo, deswegen braucht man auch ein bisschen Gold, wenn man dann den Special dann mal zündet. Mache ich auch nicht so oft. Ja, und hier sehen wir sein ganz besonderes Highlight sozusagen. Der hat nur 8 Treffer, was natürlich ein Vorteil ist, egal wie stark die Treffer sind, wo andere Helden vielleicht gewone-shottet werden würden, hat er dann immer noch 7 Leben. Das ist halt ein Vorteil. Und wenn er getroffen wird, hinterlässt er einen Köder und erhält Unsichtbarkeit und Schnelligkeit, wenn er Schaden nimmt. Ist also auch mega nice. Das heißt, man hat eine gewisse Zeit, wo man unverwundbar ist und sogar noch Schaden auf die Gegner machen können oder kann, die einen gerade malträtiert haben. Also auch ein Riesenvorteil meiner Meinung nach. Vor allem, wenn man dann Platz 1 Haustier, Hearty hat, das einen dann alle paar Sekunden noch hochheilt, so wird man praktisch unbesiegbar und kann trotzdem ein recht offensives Bild spielen, wie Speer, Eis, Blitz und halt Mine eigentlich sind. Jo, und ich fange halt hier mit der Mine an, weil sie, wie gesagt, das Goldwirken, das stärkste Goldwirken hat. Jo, machen wir das mal. Was wollten wir machen? Ich muss doch, war Wiepandorf, ne? Ich guck nochmal ganz sicher, bevor ich es verpeile. Jo, Wiepandorf.
Wie gesagt, wir fangen mit Frost an. Jetzt gucken wir mal, wo ist das Wieperndorf? Müsste eigentlich hier irgendwo sein. Ist es das da oben? Ne, das da, ne? Wieperndorf, genau. Auf Brutal. Und jetzt versuche ich euch einen schönen Run zu zeigen. Das ist natürlich nicht immer ganz einfach, je nach Situation. Also einfach an sich schon, auch wenn ich im letzten Part einmal kurz gescheitert bin. Ich brauche halt ein Haustier relativ schnell Harti. Ich bin hier auf dem höchsten Niveau, klar, ne? Da geht das alles nicht so easy. Wie gesagt, hier der Anfang ist nicht so geil. Kann man auch zum Beispiel mal ein Special stellen und kann darauf hoffen, dass Special hier die Gegner wegkillt, dass man halt ein bisschen XP und der ganze Krempel bekommt, dass man wirklich gleich mal in den Schaden kommt, was ich jetzt versuche zu machen. Und da holen wir uns schon mal die Mine mit und jetzt geht der Schaden hier mal richtig los, sage ich mal. So, holen uns den Schockbolt mit, wie gesagt, einer der Lieblingsfähigkeiten, um die Masse hier zu kontrollieren. Und dann versuchen wir gleich noch den Speer reinzubekommen. Und dann haben wir unser Lieblingsbild schon zusammen und jetzt geht die Party ab. Machen wir zuerst mal die Reichweite des Blitzes mal ein bisschen weiter. Jetzt müssen wir halt langsam gucken, Abkühlrate der Mine machen wir zuerst mal. Das ist sehr, sehr wichtig, dass die unten ist, dass wir schön hier alles verminen und extremen Damage machen. Können wir, ich rerolle trotzdem mal, die Crit-Chance der Mine schon mal langsam anfangen zu erhöhen. Hier habe ich mir einen sinnlosen Schaden jetzt schon mal reindrücken lassen, saudämlich. So, und da kommt irgendwie ein super schneller Boss, gar keinen Bock drauf. Hat man auch jetzt schön gesehen, wie die abgelenkt waren. Das ist noch ein Vorteil auch von dem Bild. Und zwar hier, jetzt haben wir hier einen Boss, der halt hier eine Aura um sich hat. Und das ist natürlich mega nervig, aber geil ist natürlich, er läuft mir in die Blitze rein, hier in die Minen rein. Und dadurch ist er natürlich eigentlich sehr, sehr leicht tötbar. Die Speere greifen auch random überall an. Und ja, ihr könnt mir so ein bisschen über die Schulter schauen, wie ich da so levele. Ich möchte jetzt nicht alles da immer ins Haarkleine erklären. Das ist immer so ein bisschen, jo, kann mal so sein. So, jetzt gehe ich hier in den Boss rein, um direkt eine Mine in ihm reinzulegen, weil ich halt kurz unverwundbar war. So, ist natürlich alles jetzt ein bisschen, unangenehm, was hier passiert. So, jetzt haben wir das gleiche nochmal wie in der letzten Folge, dass ich arrogant da rumrenne und irgendeinen Quatsch mache. Wir brauchen ein Harti oder Herzen, ne, ist klar. Ich versuche mal gerade die Kisten hier zu öffnen. Die Bosse hier machen natürlich ein bisschen Druck und Stress hier am Anfang, das ist auch klar. So, wir brauchen XP und wir brauchen, wie gesagt, ein Haustier. Und da unten haben wir jetzt eine Möglichkeit, sicher eins von fünf Haustieren zu bekommen. Ich werde jetzt extra eventuell mal ein bisschen rerollen. Das kann jetzt dann meinen Run sogar versauen im schlimmsten Fall. Aber trotzdem, ich möchte noch ein paar Haustiere zeigen. Wie gesagt, Big Text Platz 3. Hier, den finde ich nicht so gut. Den so Platz 4, 5 irgendwo einzuschätzen. Auch so Platz 4, 5, wenn man es brauchen will. Auch er hier Platz 4 oder 5, je nachdem, was man will. Ich rerolle mal. Hier ist für mich eigentlich die klare Nummer 4 oder vorher. Eher Platz 3, habe ich ja schon gesagt. Wir wollen Chichi auch so Platz 4, 5 rum. Alles andere ist hier Bullshit, meines Erachtens. Ist mal zum Farmen ganz gut, hier so Truhe in der Nähe oder Kristalle mehr. Hier Blocker ist gar nicht so schlecht, würde ich auch so Platz 5 einschätzen. Wenn da so Geschosse rumfliegen und die Nerven und so. Und um 5 Damage reduzieren ist gerade bei allen anderen Helden halt relativ gut, dass man nicht mehr so viel Damage bekommt, je nach Herausforderung. Könnte auch zum Beispiel bei der letzten Herausforderung wichtig sein, die ich noch habe, bei dem Typen, wo man keinen Damage kassieren darf, weil er sich nicht hochheilen kann. Da sind vielleicht so defensive Geschichten hier gar nicht so schlecht. So, ich rerolle nochmal. Und hier haben wir dann Mandrake, den ich auf Platz 2 einordnen würde. Hier Seelen auch so Platz 4, 5, habe ich ja schon gesagt. Und Level Up macht man irgendwie Schaden in der Nähe, ist absoluter Humbug meines Erachtens. Klar, kann man dann Power leveln sozusagen, aber jo, funktioniert ab einem gewissen Niveau nicht mehr. Und dann ist es halt ein einmaliger Effekt, oder der Effekt taucht halt dann 100 Mal maximal im Run auf. Und macht dann so ein bisschen Damage, finde ich jetzt nicht so krass. Kann man auch mitnehmen, ist jetzt nicht krass der Fehler, aber ja, Harti alle 20 Sekunden ein Herz und dann wird der Run hier schon deutlich entspannter. Man sieht es halt jetzt hier, ich bin nochmal unangreifbar für eine kurze Zeit und jetzt muss ich halt 20 Sekunden durchschalten, beziehungsweise kann ja aus anderen Kisten und Quellen ja auch noch Herzen bekommen. Ihr könnt oben meine Herzen mal so ein bisschen im Auge behalten, wie die sich jetzt im Laufe des Runs gleich entwickeln. Und da werdet ihr sehen, dass das halt schon mega nice ist mit Harti.
Und jo, im Regelfall halt super geil funktioniert. Jetzt sieht man es halt nochmal 14, jetzt habe ich nochmal 4 Leben, 5 Leben und so geht das jetzt hoch. Und wenn Hati noch schneller ist oder ich auch mein Special zünde und so weiter, bin ich faktisch jo, nicht mehr zu killen. Das ist noch besser als bei anderen Helden. Man könnte jetzt sagen, ja, das ist ja bei anderen Helden auch so. Das stimmt nicht ganz, weil andere Helden nicht diese Unverwundbarkeitsphase haben und dadurch in dieser Phase natürlich doppelt, dreifach, fünffach, sechsfach getroffen werden können und einfach tot sind. Das habe ich auch schon gehabt, wo ich in irgendeiner Aura rumstand und dann hilft auch kein Hati der Welt mehr irgendwas. Also Hati ist nur in Bits in Kombination mit Hugo extremst stark. Mit anderen ist er auch stark, deswegen würde ich ihn ja auf Platz 1 einschätzen. Oder dort vielleicht kann auch mal Platz 1 und 2 tauschen, dass dann Mandrake doch nochmal besser ist, dass man einfach schnell Damage macht, schnell Crit Damage macht und so. Das kann mal so sein. Aber wie gesagt, im Regelfall würde ich immer die Absicherung dann zuerst mal vorziehen. Hier sieht man es auch wieder schön, Gegner sind abgelenkt. Ich kann hier alles zuminen. Die kommen hoch und werden da einfach nur weggebrettert. Man kann auch eine andere, also man kann anders hochleveln. Man kann sagen, ich gehe schneller auf den Blitz, ich gehe schneller auf den Speer, um da Druck auf dem Feld auszuüben und erst später auf die Mine oder sowas. Hol die Mine nur einmal kurz am Anfang mit, hol die Abklingzeiten der Mine mit, mehr interessiert mich nicht oder sowas und gucke, dass der Blitz da weiter streut oder sowas. Und ist eigentlich fast egal, was man da dann skillt. Alles ist, deswegen sind es ja 4 starke Skills. Alle 4 sind richtig stark. Frost würde ich natürlich am Anfang weglassen. Da kann man Max, ja, nee, würde ich komplett weglassen. Das ist keine gute Empfehlung dann. Jo, können wir hier alles zubomben. Ihr seht es oben, unsere Lebensleiste fühlt sich allmählich und das schon mit Hati plus 1. Und jetzt hier die Anzahl der Speere, wie gesagt, mit dem legendären Skill, den ich so früh dann halt hier nutzen kann. Das ist halt geil, dass der so früh dann halt kommt. Hier die Minen, die immer mehr Damage machen. Dreifacher Damage bei Crit, ne? So, und da haben wir schon eine 30% Crit-Chance generell bei der Mine drin, ohne dass wir jetzt einen Mandrake da dabei haben. Mit Mandrake, also Haustier Platz 2, 1, je nach Situation halt. Ja. Und jetzt können wir auch hier mal reingehen. Jetzt seht ihr das auch hier, jedes Mal beim Frostwirken bekomme ich ein bisschen Gold dazu. Ist jetzt also in so einem Fall oder eben bei diesem Reroll halt schon mal mega nice. Hier Schaden der Speere macht auch gut Damage. Jetzt wäre es halt geil, wenn man im Shop selbst, ich gehe da jetzt rein, dass man da vielleicht Mandrake bekommen. Leider nicht. Was haben wir noch für Haustiere? Hier Runenpaket, nee, nix. Gräbt alle 10 Sekunden nach irgendwas. Ist am Anfang nicht schlecht, kann man mitnehmen, bevor man gar nichts hat. Aber jo, für mich natürlich jetzt völlig uninteressant. So, nochmal kann man mal die Abklingzeit reduzieren. Kann hier die Mine verbessern, dass sie irgendwie da rumzappt. Und das Ganze nochmal, wunderbar. Abkühlrate der Speere, Anzahl der Speere dann richtig hochdrücken und da hat man richtig Spaß. Wie ich in der letzten Folge auch schon gesagt habe, man kann hingehen und kann beim Blitz später diese Towers stellen, kann man machen. Ist nicht schlecht, ich mag das nur nicht so, dass ich dann so stationär gebunden bin, weil ich ja eigentlich offensiv durch die Welt ein bisschen laufen will. Da gibt es natürlich auch Builds, die da besser geeignet sind, wo man wirklich die ganze Zeit nur offensiv rumrennt, irgendwie mit einem Pfeil vor sich rumballert und so oder mit irgendeinem Slash und so. Kann man natürlich machen. Ich mag es aber so, wo ich die absolute Kontrolle in der Defensive sowie Offensive habe, dass ich mich nicht irgendwie positionieren muss, irgendwie der Gegner muss rechts, links von mir sein oder sowas, hier ist es eigentlich egal, der muss mir nur irgendwie nachlaufen oder sowas oder irgendwie in meiner Nähe sein und dann kriegt der richtig Schaden ab. Deswegen auch manche Skills, manche Auswahl der Skills, die ich eben genau so gewählt habe. Hier auch nochmal einen Treffer kassiert. Passt schon mehr oder minder absichtlich, dass ich hier überall was reinlegen kann. Ihr seht es ja, Hati hat mich schön hochgezogen. Man merkt ja schön, wenn man langsam wird, dann ist man nochmal angreifbar. Und easy, ne? Easy going. Hier, wir verminen alles, holen hier die Schatztruhe mit. Das ist eigentlich Quatsch. Ich will eigentlich noch ein paar Haustiere zeigen. Vielleicht kriegen wir ja einen ganz guten Run. Hier kann ich auch für 200 Gold jetzt ein Special hinlegen. Hab die Ablenkung der Gegner, kann dann da durchmarschieren, ohne Damage zu kassieren. Und jo, easy. Versuchen wir noch, wie gesagt, Haustiere zu finden, dass ich ein bisschen das Bild noch krasser zeigen kann. Deswegen lasse ich jetzt mal Kisten und so weg. Wir rennen mal ein bisschen offensiver rum, wie ich das dann sogar machen würde im Regelfall. Normalerweise sind mir die Haustiere, jo, jetzt nicht egal, um Gottes Willen. Das Bild baut ja auch stellenweise darauf auf. Aber wenn ich Hati habe, der Rest ist schon fast Bonus, ne? Aber jo.
macht The Run halt angenehmer. Ein schöner, schön hohen Hearty. Ich lasse den jetzt ganz bewusst mal auf 1 Hearty in dem Fall. Auf 3 ist es halt Game-Breaking, ist, denke ich mal, jetzt klar geworden. Man sieht es ja hier schon, wie ich da hochgeheilt werde. Ich versuche jetzt mal auch so andere Haustiere, wenn das Spiel mich denn lässt und mir die Optionen gibt, andere Haustiere euch noch so ein bisschen zu zeigen, dass man da auch sieht, wie krass das ist. Ich werde natürlich jetzt verhältnismäßig ein bisschen schwächer, weil ich die ganze Zeit rumrenne und die blöden Haustiere da suche. Das wäre noch ganz geil gewesen. Also gäbe es ein Haustier, das zeigt, wo das nächste Haustier ist, dann wäre das für mich, was weiß ich, sogar Platz 1 wahrscheinlich. Aber es gibt's nicht im Spiel. Schatztruhen ja, aber nicht Haustiere. Jo, da holen wir uns hier mal Platz 3 mit bei mir. Big Tags, Flächenvergrößerung hier von den Blitzen reichen jetzt viel weiter, die Speere reichen weiter. Und seht ihr schon den Damage-Unterschied? Ich denke, der ist jetzt schon erkennbar, ne? Dass wir einfach krassere Flächen angreifen. Auch hier die Explosionen, seht ihr das? Wie das direkt sich auswirkt. Und deswegen ist der für mich halt schon absolut nice, obwohl ich gar kein Bild habe, das jetzt so groß auf Fläche geht. Und wenn ich jetzt halt hier Blitz noch ein bisschen Flächenerweiterung mit reinhole und so, ist das natürlich absolut krank. Jo, rennen wir mal weiter, versuchen weitere Haustiere. Achso, nee, da unten war noch ein Shop. Gehen wir noch dort rein. Wie gesagt, wenn ich jetzt die ganze Zeit rumlaufen würde mit, jo, mal hier auch die Größe mal mit rein. Machen wir Anzahl der Blitze. Wenn ich jetzt noch rumrennen würde mit, was wollte ich eigentlich sagen? Keine Ahnung. So, er wäre, wie gesagt, Platz 4, 5 irgendwo oder halt gar nicht vorhanden. Deswegen lasse ich ihn jetzt tatsächlich mal raus. Dann zieht man halt die Magnete noch von, hier die Seelen von weiter weg an. Ist vielleicht noch am Anfang des Spiels sogar teilweise noch wertvoller. Achso, wenn ich jetzt hier gerollt hätte und nicht Big Tags geholt hätte, denke ich mal, ist es auch klar, dass wir uns ganz easy hochgeheilt hätten. Jetzt gehe ich da in dem Sinne nochmal ein gewisses Risiko ein, was eigentlich kein Risiko sein dürfte. In kaum einem Fall. So, hier schlägt die Minen einfach in die Gegner rein und wir rennen weiter. Machen wir die Größe der Speere nochmal deutlich größer. Die, wie gesagt, sind generell durch den Buff eh schon betroffen von unserem Haustier. Und dann sieht man schon, dass die eine recht große Breite hier abdecken. Und wir einen schönen Offensivzauber drin haben. Schöne Kontrolle. Also nicht nur eine defensive Kontrolle. Also es gibt viele Defensiv-Builds, die eine defensive Kontrolle haben. Aber dort hat man oft das Problem, dass man halt halt kaum Damage macht. Jo, ich hole ihn jetzt mal mit, das ist für mich so Platz 4, 5, 6 irgendwo, habe ich ja schon jetzt öfter erwähnt. Würde ich jetzt nicht zwingend mitnehmen, hält die Gegner halt auch fest, kann man machen. Mache ich jetzt so aus Zeigenswillen hier, so bla, werden die Gegner festgehalten und so. Jo, finde ich nicht so stark, der Typ, der ablenkt, wenn man den noch bekommen würden, habe ich ja eben auch gezeigt. Diese komische Qualle da. Die ist für mich Platz 4 oder je nach Situation weiter oben, wenn man einen Gegner braucht, der einfach, ein Haustier braucht, das einem so ein bisschen den Hintern rettet, ist das Ding halt mega nice. So, hier holen wir noch ein bisschen Dunkelheiten so mit. So, was haben wir denn noch Schönes? Ich brauche ein Haustier, Leute. Wie viel Zeit habe ich noch? Jo, ich habe noch ein bisschen Zeit, um noch ein bisschen was zu zeigen. Gar nicht mal so sehr viel, so viel vom Bild selbst. Weil wir nicht so viele Seelen die ganze Zeit sammeln und wie gesagt jetzt im Verhältnis die ganze Zeit ein Ticken schwächer werden. Aber ja, ich hoffe nicht, dass sich das gleich noch rächt in irgendeiner Form. Ihr könnt euch vorstellen, dass hier ist Endgame krempelt, wie leicht ich natürlich durch ein schweres Teil da durchbrettere oder sowas, dass das natürlich absolut easy ist. Ne, möchte ich nicht. So, wer fehlt uns noch? Hier, Crit-Chance-Typ, das ist halt Platz Nummer 2. Den holen wir jetzt mal mit. Das ist auch Game-Breaking, halt die 10% direkt schon mehr, ist absolut krass. Merkt man halt, spürt man deutlich, ja, dass man halt ein bisschen mehr Crit-Chance hat. Ob man jeden 5. oder jeden 10. Treffer halt eben kritisch trifft, das merkt man halt schon, wie gesagt, deutlich, logischerweise. Jetzt läuft er mir hier in die Minen rein. Das sollte es eigentlich mit ihm gewesen sein, hätte ich jetzt gedacht. Ist nicht so und ich merke gerade, dass ich, wie gesagt, vielleicht doch langsam ein Hearty Level 2 mitnehmen sollte. So, hier setze ich die Crit-Chance der Minen direkt mal auf 50% hoch. So, jetzt kriege ich hier Schüsse ab. Das ist ein bisschen uncool. Finde ich jetzt nicht so lustig. So, es wäre ganz nice, wenn ich nochmal eine Heilung kassieren würde. Woher auch immer, von Hearty oder sonst wem. Wäre ganz nett.
wir können natürlich auch ein bisschen für Zeit sorgen, indem ich hier ein bisschen wegrenne und Mishati in der Zeit halt hochheilen könnte, wenn er den Bock drauf hätte. Läuft mal wieder super, ne? Wie gesagt, ist jetzt mehr so ein bisschen Vorführeffekt-mäßig. Normalerweise gehe ich immer hin und setze Hati ein bisschen hoch schon direkt. Weil, jo, Sinn macht. Und man dann eben auch nicht in so Phasen kommt, wie jetzt hier in meinem Fall oder wie auch in der letzten Folge, dass man so ein bisschen ins Nachdenken gerät und dann irgendwie, jetzt brauche ich nochmal Herzen und wegrennen, so. Nee, da bleibt man einfach stehen, macht Damage, ist also schon auch ein Vorteil, ne? Also Hati auf 2 oder 3 hochzuziehen, dass einfach solche Situationen gar nicht passieren, auch wenn man hart getroffen wird. So, aber jo, so ein bisschen Vorführeffekt-mäßig wollte ich jetzt halt auch mal andere Haustiere hier zeigen. So, dann haben wir hier Hati in höherer Form. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier steht irgendwo. Hier glaube ich. Ne, wo standen das nochmal? Ah, da oben sieht man. Ja gut, ich sehe jetzt die Beschreibung nicht. Ich glaube, jetzt ist es alle 12 Sekunden oder sowas, wo ich ein Herz von dem bekomme. Also schon deutlich schneller. Und nachher ist es, glaube ich, alle 8 Sekunden. Jetzt können wir es uns hier einfach mal angucken, wenn ich auch nochmal relativ offensiv hier durchbrettere. So, machen wir hier noch die Frostsperre. Auch sehr, sehr nett. Gibt dann auch wieder eine gewisse Kontrolle. Ihr seht es hier. Gegner haben dann kaum eine Chance, da irgendwas zu machen. Und Hati heilt uns auch trotz allem noch recht gut hoch. Und wie gesagt, Herzen droppen ja auch so mal mit dem Bild, ne? So, und da sind wir wieder voll aufgeladen. Obwohl jetzt die Drucksituation kurz da war. Aber mit Hati Level 2 geht der Spaß schon richtig los, muss man sagen. Und wir sehen schönen Damage, den wir machen. Unser Special könnte man auch noch rausdonnen. Der würde auch nochmal von den Gegnern ablenken und so weiter, ne? Wäre auch noch möglich. Ich bombe die hier zu. Ich bewege mich immer ein bisschen, weil die Minen nicht an exakt gleicher Position immer nochmal abgelegt werden. Ja, mache ich auch hier die Explosionsgröße mal ein bisschen weiter. Das ist ja auch der Special sozusagen der Mine. Finde ich gar nicht so krass. Der legendäre Special hier macht schon was aus, aber ich habe lieber mehr starke Minen darum liegen, als ein bisschen mehr Fläche, die abgedeckt wird. So, hier, die Blitz machen wir auch noch ein bisschen weiter. Dann wird der langsam auch interessant, wo wir dann noch Richtung Fläche gehen. Ja, vielleicht zeige ich euch einfach gleich noch einen kurzen Run oder sowas. Mal gucken. So, jetzt könnte ich zum Beispiel in dem Fall jetzt mal hingehen. Mache ich jetzt ganz bewusst mal so und hole den mit rein. Weil ich einfach sage, okay, ich habe jetzt meinen Zuschauern oder mir selbst halt es einfach nicht. Habe es nicht geschafft, super viele hier Perks, hier Seelen zu sammeln, um das Bild richtig schön zu zeigen. Oder um halt so langsam merke ich halt, dass ich zu schwach werde. Das nervt mich halt. Ich will halt jetzt Seelen, dass das läuft. Und deswegen habe ich mich jetzt mal so entschieden, ne? Dass ich einfach da stärker unterwegs bin. Super viele Speere, die da rausknallen jetzt. So, und wir kriegen viel, viel schneller jetzt ein Level ab. Jo, die Größe der Speere können wir auch nochmal ein bisschen verändern. Und ihr seht, wir bollern hier einfach alles weg. Es ist richtig krass. Explosionsgröße mache ich jetzt auch mal nochmal dazu. Es ist fast egal, wie ich schon gesagt habe. Da kommt das Spiel schon voll ins Stottern hier vom Damage her. Machen wir auch die Größe der Speere nochmal ein bisschen weiter. Ja, und das Spiel kommt echt nicht mehr klar, habt ihr das gerade gemerkt. So ein kleines Game kommt da ins Stottern, ist zu viel los. Geht's richtig ab auf dem Bildschirm. Jo. Und das ist das Bild, ne? Also ich find's schon mega nice, auch mit den Haustieren. Absolut krank. Ich denke, jo, jetzt sieht man's halt deutlich. Gerade nochmal Speere erweitert. Also manchmal muss man so ein bisschen in die Erweiterung gehen oder Anzahl. Und Abklingzeitreduktion ist am Anfang sehr, sehr wichtig. Dann kann man später noch in die Frostgröße hier investieren und je nachdem, wie gut man vorher gespielt hat, wie viel Glück man hatte mit den, jo, holen wir das auch noch mit, wie viel Glück man hatte mit den Haustieren oder Gegnern, wie sie einem halt ein bisschen zufallen, ja, machen wir hier auch die Reichweite, jo, hat man mehr Level, kann Frost noch hochleveln und kann dann, bei Frost noch so ein Eis, so eine Eisaura um sich rum machen, wo man dann Eissturm oder so irgendwie heißt. Und dann macht man halt auch massivsten Damage. Gut, wir sind Level 72, wer weiß, vielleicht schaffen wir noch ein bisschen was. Aber da wäre natürlich jetzt auch wichtig, dass wir eine hohe Crit-Chance haben. Und einfach hier Glück haben, genau wie hier jetzt, dass wir einfach ein schönes Haustier oder schönere, gute Haustiere immer mal wieder in den Shops bekommen, wo wir uns dann dick einkaufen können. Hier Kettenblitz, mega nice. Und jetzt geht die Party halt langsam richtig ab. Auch mit der Flächenerweiterung jetzt schon wieder. Na, seht ihr das, warum ich mich so entschieden habe. Es ist halt
Normalerweise sollen die Viecher hier, die sollen mir normalerweise richtig Druck machen und wir bollern die halt hier einfach weg, ne? Hier, wir bleiben da stehen, die droppen dann immer noch absolut krassen Endgame-Kram, Krempel, Dingens, Truhen und so weiter, die wir hier einfach so mit abkassieren hier. Jo, sind wie gesagt nahezu unsterblich, spätestens mit HT3 auf jeden Fall, was ich ja wie gesagt hier nicht gemacht habe. Jo, und dann geht das easy klar. Und noch dem Special, den ich auch noch zu selten eigentlich gezündet habe. Hier haben wir nochmal ein schönes Haustier. Jetzt versuche ich nochmal Crit oder... Jo, mal gucken, was ich noch mache. Ja, hol mal, glaube ich, Crit mit, weil es halt uns Damage noch bringt ordentlich. Richtig, ja, richtig viel Damage bringt. Also Crit 30 ist eigentlich Pflicht. Wie schon erwähnt, Hardy 3, dann Crit 3, dann der Flächentyp. Da geht's schon los ab 1, 2, wo der richtig stark ist. Eigentlich schon mit seiner ersten Erweiterung ist der schon, finde ich, richtig stark. Den muss man gar nicht so oft drin haben, finde ich mal. Jo, und dann wird's schon spaßig. Also 7 Haustiere oder was, wo man braucht. Safe und der Rest ist dann so ein bisschen Zusatzkrempel, kann man... bisschen entscheiden oder was gerade so angeboten wird, wie eben bei mir auch, dass ich dann einfach mal sage, okay, da hole ich halt mal den mit, obwohl ich den gar nicht so krass finde und eher einen Ticken schwächer einschätzen würde als das, was ich normalerweise mitnehme, aber es wird halt gerade angeboten, da hole ich es halt mit. Vielleicht auch jetzt nochmal so. Ah ne, Quatsch, wir haben hier schon gute. Jo, Hardy Rang 3 macht dann alle 10 Sekunden lässt der ein Herz fallen. Machen wir jetzt mal. Da haben wir den auf 3. Achso, Boss kommt schon, alles klar. Ich gucke mal gleich, ob wir einfach jetzt gleich mal voll ins Bild gehen können. Wenn ich da so einen anderen Run starte. Mal gucken, ob ich das noch mit euch mache. Aber ich denke, es ist eigentlich auch klar geworden. Hier, ihr seht auch, wie man den Boss hier wegbrettern. Wir sind völlig... Hier können noch den Special reindonnern, können da einfach durch den durchmarschieren und den wegbomben. Gar kein Problem. Ich weiß nicht, ob ich es euch noch zeigen muss. Nee, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Das ist das beste Bild. Ich denke, es ist klar geworden. Wichtig ist, der Kettenblitz noch maximal mitzunehmen. Viele Speere und so weiter. Ja, jetzt haben wir alle... Das war echt brutal. 3% aller Spieler haben das abgeschlossen. Alle Karten im Brutal-Modus abgeschlossen mit dem besten Bild. Hier sieht man es ja auch wieder. Hätte ich jetzt noch mehr Level gemacht, hätte ich den Kettenblitz noch mitgenommen. Ich erkläre euch das einfach noch hier. Also mit dem Speer bin ich soweit eigentlich zufrieden. Da kann man vielleicht auch hingehen, ein bisschen mehr Schaden mitnehmen und ein bisschen weniger noch die Anzahl, weil die eh schon super hoch war. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen, dass die einfach noch krasser reinbrettert. Dann beim Schockbolt... Wie gesagt, hätte ich noch die Kette plus 3 mitgenommen und eventuell die Türme oder halt eben nicht, dann noch weiter auf Reichweite und Nummer wäre ich da gegangen. Also mehr drin zu haben. Bei der Mine bin ich soweit eigentlich zufrieden, hätte ich noch Schaden mitgenommen. Und wegen mir Eismine, Schaden und Eismine kann man da machen, Crit-Chance nicht mehr. Da ist man mit 50% da locker easy bedient. Und beim Frost hätte ich einfach nur voll auf Größe und dann später auf diesen Eissturm gesetzt, der auch als Mod freigeschaltet wird, dass man einen Eissturm in der Fläche macht. Und dann ist das auch mega krass. Unten bei den Haustieren 3 Hardy, 2 der Big Tags, dieses komische Walross, nee, der Wal, der mit dem Hut da rumfliegt. Wie gesagt, Level 1 oder 2 kann man da mitnehmen. Mandrake, diese Karotte. Die wir hier auf Level 2 haben, die hätte ich normalerweise auf Level 3 mitgenommen. Webster normalerweise eher nicht. Stattdessen eher die Qualle, die die Gegner ablenkt oder halt gar nichts, weil ich vorher, also wie gesagt, das vielleicht doch nochmal in Big Tags, also Flächenerweiterung oder Crit-Chance gesetzt hätte und gar nicht dazu gekommen wäre. Also hier in dem Fall, jetzt hätte ich normalerweise... im besten Fall oft gererollt oder bessere Haustiere einfach gefunden und die wären dann eben Flächenangriff und Karotte gewesen und da merkt ihr es, Platz 4 oder 5 bekommt man dann oft gar nicht, jo, und dann macht man es halt nicht. Wenn ich zum Beispiel ganz am Anfang mit Hugo diese Qualle gefunden habe oder irgendwie einen schweren Dungeon irgendwie machen musste, da habe ich halt die Qualle auch ganz gern mal als erstes genommen, die Qualle, die halt die Gegner ablenkt.
die ich eben auch schon gezeigt habe. Die kann dann tatsächlich mal von Platz 4 auf Platz 1 springen, weil man einfach sagt, okay, da habe ich einfach mal Ruhe, ich habe noch keinen Hati oder ich habe Hati erst auf Level 1 und dann sind die Gegner abgelenkt und ich kriege halt schnell eine Heilung. Gerade bei super schweren Herausforderungen ist das dann möglich, kann man dann so machen. Ich hoffe, ich konnte damit ein bisschen helfen. Im nächsten Part und voraussichtlich auch letzten Part des Games werden wir dann Herausforderung versuchen, die wahrscheinlich richtig stramm wird. Wir haben jetzt noch folgende Situation hier. Göttliches Netz müssen wir komplett ausleveln. Und da muss ich halt eine Herausforderung machen. Das ist wahrscheinlich das härteste in dem Game. Ist das hier, dass man halt mit Sickle hier eine Herausforderung schaffen. Vielleicht schätze ich das auch falsch ein. Das werden wir in der nächsten Folge sehen. Der macht halt verstärkten Schaden. Aber er kriegt halt auch krassen Schaden. Wo ist er hier? Erhöht den Schaden an allen Monstern, kann aber nicht heilen. Jo, die Challenge ist 4 Sterne. Man sieht es ja schön. Hugo ist da mit 2 Sternen eingeschätzt. Konrad ist mit 1 eingeschätzt. Und auch hier, er ist mit 1 eingeschätzt. Also ich finde Hugo wirklich der leichteste Char eigentlich. Ja. Und ja, viele andere Helden haben die Möglichkeit, das ist halt noch ein Vorteil, sich irgendwie aus brenzlichen Situationen zu retten. Er wird unverwundbar kurz mit seinem eigentlichen Angriffsskill hier unten, der irgendwann zu wenig Angriff macht. Sie kann relativ viel XP irgendwie zusammenschustern und hat halt den Vorteil hier noch mit Seelenmagnet und so und dass gewisse Kills dann noch irgendwie EP fallen lassen. Also man kann super krass leveln. Er ist halt ein schöner Tank und kriegt weniger Schaden, aber im Endgame kann man da auch schnell niedergebratzelt werden. Und er hat einen schwachen Skill, kann schwach nur die Gegner so von sich wegstoßen, finde ich nicht so geil. Sie ist an sich schwach auf der Brust, ist später ganz gut mit ein bisschen Leben, wenn man es hochgelevelt hat. Hat auch den Vorteil, einen schönen Angriff sowie defensiven Skill zu haben. Wenn man den nämlich zündet, ist man auch unverwundbar und haut Gegner weg. Hugo habe ich hier erläutert. Dann auch eine Unverwundbarkeitsphase, macht Damage und generiert Gold. Er kann irgendwie so einen Giftschaden auf alle da drauf donnern und so. Habe ich zu selten gespielt, ist aber auch jetzt nicht so krass. Der Bringer kann man aber auch machen. Er macht, glaube ich, genau Damage auf alle. Wenn ich da richtig informiert bin. Auch so ein Flächenangriff und er hier kann kurz wegrennen. Ja, gut, das ist so die Sachlage. Also Hugo, ne? Alles klar. Wisst ihr Bescheid, das waren so die besten Haustiere und bestes Bild. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. So würde ich es angehen bei fast allen Charakteren. Klar, wenn wir in der nächsten Folge dann Sichel spielen und in der letzten Folge, da ist mein Platz 1 Hati, der bringt uns halt gar nichts. Bei ihm ist dann tatsächlich wahrscheinlich Platz 1 Ablenkqualle oder sowas. Könnte gut sein, dass ich mich so rum entscheide. Ablenkqualle und dann halt, Mantrake, also hier Crit-Chance und so Geschichten. Mal gucken. Ich versuche es wieder so umzusetzen. Mal gucken, wie es in der nächsten Folge klappt. Ich bin gespannt, freue mich drauf und dann sehen wir uns dann. Bis dann, haut rein, ciao.